Und wieder heißt es, auf die Pferde, im Galopp wie eine Herde. Doch wie war das mit den Regeln? Wie hat sich ein jeder einzufädeln? Vorne dran, da kommt der Fuchs, der eine. Dem Spurt nach, die Meute, haben wir keine. Mit etwas Abstand, die Master, ganz in Rot. Hinterdrein, das Desaster, in seiner Not. Eine Regel ist immer sehr umstritten. Die Master werden nicht überritten. Gute Jagd wünscht ein jeder Reitersmann, bevor man richtig rasen kann. Zur Mitte hin gibt's eine Pause. Da folgt dann die große Sause. Jeder trinkt, so viel er kann, lockt den Mut so schnell an. Schwanken geht's dann munter weiter, angeschwipst und ziemlich heiter. Das Pferd fest umklammert und die Blasen überjammert. Zum Schluss fängt man die Füchse mit der Hand, nicht mit der Donnerbüchse. Keiner wünscht, dass man sich vom Pferde trennt. Wenn das passiert, hat der Reiter stets gepennt. Auch passiert es, dass mal einer fliegt, weil nur sein Pferd die Kurve kriegt. Hoffen wir, dass heil bleiben, Kopf und Kragen, doch eines werde ich noch verraten. Dieses Faktum ist nicht umstritten. 5% Verlust sind sicher. In diesem Sinne sage ich hier, bald man's Glück und bald man's Heil in alter Manier.